Okay. So, wir beschäftigen uns heute nochmal mit Caesar-Verschlüsselung bzw. verwandten Verschlüsselungsarten. Und Sie haben sich gerade mit der Aufgabe befasst, was passiert eigentlich, wenn man bei der Verschlüsselung nicht K dazu addiert zu einem Buchstabenwert, sondern mit K multipliziert. Also wenn die Verschlüsselungsfunktion allgemein gesprochen so aussieht, EK von X ist gleich K mal X und wir rechnen Modulo 26. Bei der Caesar-Verschlüsselung stand hier X plus K, da haben wir addiert, jetzt multiplizieren wir mal. Und der Einfachheit halber habe ich hier nochmal das Alphabet hingeschrieben, das haben viele von Ihnen auch gemacht, dass wir gleich ablesen können, welcher Buchstabe welche Zahl ist. Ich verrate Ihnen was, eigentlich brauchen wir die Buchstaben gar nicht. Ne? Eigentlich könnte man komplett nur mit Zahlen arbeiten, aber irgendwo ist es auch ein bisschen langweilig, weil man will ja auch irgendwas verschlüsseln. Ne? Okay, so jetzt wäre Ihre Aufgabe, sich damit zu befassen, zu schauen, für welche K funktioniert das eigentlich, wo gibt es Probleme, welche Auffälligkeiten gibt es, was haben Sie entdeckt? Tragen wir mal zusammen. Welche Entdeckungen haben Sie gemacht? Ja? Ja, wir haben erstmal für K0 macht schon mal keinen Sinn. Gut. Ja. 0 ist das Wert bei einem Text, der so, dass man nur A. Ja, genau. Also Ihre Entdeckungen. Die erste Entdeckung ist, K gleich 0 macht keinen Sinn. Oder ist sinnlos. Macht keinen Sinn ist, glaube ich, so ein komischer Anglizismus. It doesn't make sense. Aber im Deutschen hat es keinen Sinn. Genau. Okay. Ja? Ja, dann als nächstes für K gleich 1 würde es auch keinen Sinn machen, weil man dann nicht verschlüsseln würde. Ja, genau. K gleich 1 ist genauso sinnlos. Weil man nicht verschlüsseln würde. Was passiert, wenn ich mit 1, k gleich 1, verschlüssel, in Anführungszeichen? Ja, der Wert bleibt dann derselbe. Ja. Und somit auch der Buchstabe. Genau, der Wert bleibt derselbe und ich liebe dich, bleib dich, liebe dich. Es wäre nicht so richtig gut verschlüsselt. Genau. Ja? Ja, und auch weiter mit einem k der Form 1 plus 26 n. Ach so, ja, ja. Okay, Sie haben recht. Also auch mit allen k der Form 1 plus 26 mal z. Ja, ist klar. Nee. Also wir können jetzt auch sozusagen alle anderen Ks noch betrachten in der Restklasse 1, Modulo 26. Aber wir rechnen eh Modulo 26. Insofern betrachten wir mal nur Zahlen von 0 bis 25, auch für das K. So. Okay, also K ist auch aus Z26. Ja? Oh, bei k gleich 2 gibt es ein Problem. Welches Problem gibt es denn da? Ich schreibe mal hin, k gleich 2 gibt ein Problem. Ja? Mhm. Zwei verschiedene Buchstaben, ich wiederhole immer laut für die Kamera, zwei verschiedene Buchstaben werden mit A verschlüsselt. Also in dem Fall wären es dann A und N. A und N. Also Sie sagen, A wird mit A verschlüsselt, was übrigens irgendwie immer der Fall ist, ne? Weil A ist gleich 0 und 0 mal K ist immer 0. A wird mit A verschlüsselt und N wird mit A verschlüsselt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Also wir sind ja hier mit E2, ne? E2 von A, da schreiben wir ruhig mal einen Buchstaben rein, obwohl, da wird es vielleicht ein bisschen unklar. Also A ist gleich 0, gehen wir immer mal in die Tabelle rein. Wenn ich A verschlüssele mit K gleich 2, kommt 2 mal 0 gleich 0 heraus. Und 0 ist A. So. Und Sie meinen N genauso. Ja? Wenn ich jetzt gucke mal, N ist 13. Und ich verschlüssele mit 2, dann kommt 2 mal 13 heraus. Und 2 mal 13 ist 26. Und es ist kongruent 0, Modulo 26. Okay, kommt auch A raus. Warum ist das ein Problem? Ja? Man kann es nicht mehr rückverschlüsseln, genau. Oder Entschlüsseln, sagt man auch dazu, ne? Genau.
Man kann es nicht mehr rückverschlüsseln. Ja, ja, klar. Kommt beides mal A raus. Und jetzt kriegen Sie eine Botschaft, da steht A drin. Und dann wissen Sie nicht genau, ob das ein A oder ein N war. Das kann in dem einen oder anderen Fall zu Missverständnissen führen. Okay. Gibt es noch weitere Buchstaben, die bei K gleich 2 auf denselben Buchstaben abgebildet werden? Ja? O wird zu, guck mal, O wird zu 0, N wird zu 0, genau, das haben wir gerade festgestellt. O wird zu 1, sind Sie sicher? Gucken wir mal, was ist denn, was, O ist ja, also das hier war A, das war N und das ist O. O ist der Buchstabe 14, ne? O ist 14. So, jetzt mit 2 mal 14 kommt raus 28 und 28 ist ja Kongruenz 2. Ja, macht ja nichts. Kongruenz ist 2, Modul 26. Also O wird verschlüsselt auf C. Gibt es noch einen anderen Buchstaben, der zu C verschlüsselt wird? B, genau, B ist 1, ne? B ist 1 und E2 von 1 ist gleich 2. Naja, also 2 mal 1, ne? Mal ausführlich, komm. 2 mal 1 ist gleich 2. So. Also B und O werden auch auf denselben Buchstaben verschlüsselt. Naja, und P beispielsweise, 30, ist ja 4 Modulo 26 und C wird auch auf 4 abgebildet. Also es gibt die, sie haben, eigentlich kommt nur die Hälfte der Buchstaben irgendwie raus. Ne? Ja, also das funktioniert gar nicht gut. Es sei denn, Sie beschränken sich auf die Hälfte des Alphabets. Aber das will man vielleicht nicht. Nur Nachrichten verschlüsseln, die aus den Buchstaben A bis M bestehen oder so. Ja? Okay. Wie sieht es mit der 3 aus? K gleich 3. Oder haben Sie noch andere Ks, für die Sie bestimmte Entdeckungen gemacht haben? Noch weitere Ks, für die es nicht funktioniert? Oder für die es funktioniert? Ja? K gleich 13 funktioniert auch nicht. Das ist natürlich ein guter Tipp, ne? 13 ist eine komische Zahl, aber in dem Zusammenhang vielleicht schon bedeutsam. Sagen Sie mal, welche zwei Buchstaben bei K gleich 13 auf denselben Buchstaben abgebildet werden. A und C, genau. Na, gucken wir mal, E13, also wenn ich A verschlüsseln will, E13 von 0 ist sowieso 0 und C meinen Sie, E13, was ist C, ist der Buchstabe Nummer 2 und 2 mal 13 ist Kongruent 0, Modulo 26. Okay, naja, gut, da haben wir auch ein Problem, ne? Jetzt haben Sie 2 und 13 als problematische Fälle identifiziert. In welche Überlegungen könnte es denn gehen, in welche Richtung? Wo liegen denn die Probleme? Ja. Nee, ja, ja, Sie. Ihre Vermutung ist, K muss teilerfremd zur 26 sein, dann funktioniert es. Also, schreiben wir mal auf, Vermutung. Ja? Voraussetzung ist, dass der größte gemeinsame Teiler von K und 26 gleich 1 ist. Na gut, jetzt können wir mal die Vermutung vielleicht noch ein bisschen elaborieren. Gucken, ob das überhaupt stimmt. Ne? Wie sieht es denn mit der 4 aus? Die 4 wäre ja wieder ein Wackelkandidat. Ne? Weil
Der größte gemeinsame Teiler von 4 und 26 ist ja bekanntlich nicht 1, sondern 2. So. Ist also 4 müsste ein Problem sein, wenn Ihre Vermutung stimmt. Ne? Ist 4 ein Problem? Ja? Okay. Okay, man kann nur die Hälfte der Buchstaben verwenden, weil sozusagen dieselben Ergebnisse wie bei 2 rauskommen, aber es stimmt, glaube ich, nicht ganz. Ne? Ich würde jetzt vermuten, man kann nur ein Viertel der Buchstaben verwenden, oder? Achso, nee, weiß ich, nee, stimmt, nee, Sie haben recht, ja klar, nee. Ja, genau, ja, genau. Wenn man es mal ausprobiert, richtig, ja, ja. Wenn 26 durch 4 teilbar wäre, dann. Ja, ja. Genau, ja. Ja? Ja, wir hätten uns den ganzen ein bisschen anders genähert. Wir haben gesagt, wenn wir wissen, dass die Zahlen nicht teilerfremd sind, dann gibt es ja immer einen Nullteiler. Und wenn wir einen Nullteiler haben, haben wir immer mit A verschlüsselt. Und dann haben wir eben wieder dieses Problem des Entschlüsselns. Sehr schön. Wenn wir ein K nehmen, das einen größeren größten gemeinsamen Teiler mit 26 hat als 1, also das nicht teilerfremd ist zu 26, dann ist diese Zahl ja in Z26 ein Nullteiler. Ja? Wenn sie nicht teilerfremd ist mit 26, ist es ein Nullteiler. Dann gibt es also einen Komplementärteiler zu dieser Zahl, sodass 0 rauskommt, also A. Ja, genau. Also wenn ich einen Nullteiler habe, dann gibt es ein K zu diesem Nullteiler, oder eine weitere Zahl zu diesem Nullteiler, sodass 0 rauskommt. Also, machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir doch mal 4 als Beispiel. Ja? K gleich 4. 4 ist nicht teilerfremd zu 26, das heißt 4 ist ein Nullteiler. Wenn ich jetzt irgendeine Zahl nehme, oder was ist denn sozusagen der Komplementärteiler zu 4, sodass 0 rauskommt? 14. 4 mal 14 ist? Aha, okay. X gleich 13 wäre der Komplementärteiler. 4 mal 13 ist 40, 52. Und 52 Konkurrent 0, Modulo 26. Das heißt, 4 mal 13 ist 0. Das bedeutet also, es gibt einen Buchstaben, nämlich N, das bei K gleich 4 auf A abgebildet wird. Sie müssen also zu Ihrem K den Komplementärteiler finden, im Sinne des Nullteilers, ja, sodass 0 rauskommt, und das ist ein problematischer Buchstabe bei dem K. So. Und wir wissen, es gibt keine Nullteiler für teilerfremde Zahlen. Oder die teilerfremden Zahlen sind keine Nullteiler. So rum. Alle Zahlen, die zu 26 teilerfremd sind, sind keine Nullteiler. Also zum Beispiel, wie viele Zahlen gibt es denn, die teilerfremd sind zur 26? Was ist das für eine Frage? Sie merken, jetzt kommen auf einmal alle Erkenntnisse, die wir aus der Zahlentheorie gewonnen haben, zusammen. Wie viele zu 26 teilerfremde Zahlen gibt es? 11. Andere Vermutung? Wollen wir gucken, ob es stimmt? 11? Was müssen wir denn berechnen? Phi von 26, genau. Ah, ich habe hier schon Scheiße in den Reihen gehört. Oh, Scheiße, ja, Phi, genau, da war was. Ah, so. Phi von 26, das war nur eine Seitenüberlegung, ne? Phi von 26 ist gleich, welche Zahlen sind teilerfremd? Welche haben Sie ermittelt? 3, 5. 1 haben Sie vergessen, 1. Ja, wir wollen jetzt erstmal Phi berechnen, das müssen wir danach wieder rausnehmen, ne? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17,
19, 21, 23 und 25. 12, genau. So. Wie kriegen wir das raus, ohne auszuprobieren? Phi von 26, wie macht man's? Phi von 26 ist gleich dasselbe wie Phi von 2 mal 13. 2 und 13 sind Primzahlen. Oder wir haben ein Produkt, ja genau. Ja. Oder ein Produkt haben wir jetzt hier stehen, ne? Können wir aufsplitten? Okay. Ja, was hier relativ einfach ist jetzt, weil die hoch n's ja. Nee. Gucken Sie mal, hier haben wir ein Produkt stehen, da können wir ganz einfach das Produkt so berechnen. Ne? Was ist Phi von 2? 1. Was ist Phi von 13? 12. 13 ist eine Primzahl, Phi von der Primzahl ist P, ist P minus 1, ist 12. Kommt 12 raus. Ne? Ja. Man kann natürlich auch die Regel anwenden, an die Sie vielleicht jetzt gedacht haben. Machen wir das auch nochmal parallel. Man kann auch Folgendes machen. Phi von 26 ist gleich, das dafür die Primfaktorzerlegung. Das ist Phi von 2 hoch 1 mal 13 hoch 1, wobei die Exponenten eigentlich egal sind, sondern das ist 26 mal, und jetzt multiplizieren wir mal 1 minus 1 durch jeden Primfaktor. Ne? Also 1 minus 1,5 mal ist 1 minus 1 Dreizehntel. So, da kommt raus, ist gleich 26 mal 1,5 mal 12 Dreizehntel. Unten steht 2 mal 13, kürzt gegen die 26, kommt 12 raus. So. So flink muss es gehen, Leute. Ne? Zack, 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 zack. Mehrere Möglichkeiten, was die schnellste, die nehme ich, wupp. Dann kommt man ordentlich durch bei den Aufgaben. So. Also man kann so ganz einfach bestimmen, für wie viele Ks funktioniert. Wobei wir hier K gleich 1 noch extra ausnehmen müssen, weil da die Verschlüsselung sinnlos ist. Also haben wir 11 gültige Ks. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 und 23, 25, genau. Und die 13 nicht, die habe ich versehentlich genannt, glaube ich. Na, okay. Gut.